Der Rosenmonat beginnt mit Regen schon und es wird unangenehm kalt. Um den 6. bessert sich das Wetter vorübergehend, doch ab dem 12. sind die Tage wieder regnerisch. Es wird kaum einmal einen schönen Tag geben. Nur um den 19. ist es etwas freundlicher, aber nicht schön. Ein Unwetter ist am 30. angesagt. So, jetzt wissen Sie das. Weet die Herren de hoofd van de burger Albrecht gezien zijn? Dat is toch ook Albrecht? En dat weet die Emilie daar dazu gehad? Die Albrecht. Wenn man mir ein bisschen hoch nimmt, dan heisst er Albrecht. Nee, wenn ich stört. Wir waren 8 Frühstück. 2 sind gestorben, also gleich. Und 2 sind im Gut geblieben und die anderen 2 Schwestern sind fort. Der Großvater hat die Mühle gekauft. Und dann hat sie der Vater übernommen. Und seitdem sind wir da. Die wurde schon erwähnt, auf 1406, hat der Mann von Diebinger gesagt. Wenn die zum Schloss geht hat, in Städter. Das war eine Bannmühle. Ich sage, wie 6 Jahre alt war, da eingebaut war. Und dann müssen wir gleich aufräumen und so Sachen. Ja, und wie alt sind die Maschinen? Die hat man eingebaut 1930. Und die laufen ohne Probleme? Ach, es gibt auch mal Unterspiel, weil dass man eine Reparatur kriegt. Also ist ganz verschieden. Man muss halt auch vorsichtig sein in manchen Sachen mit dem Einlaufen, dass er scharf einlaufen lässt. Sonst kannst du das ganze Ding mit hacken und dann ist aus. Das wissen die jungen Leute, wie das ist. Nein.
Und so am Muttertag war, ist er noch geschickt gewesen, dann hat sie ja noch wenigstens gekommen, die ja Sachen aufgeholt, hat sie kochen können. Wenn ich ins Futter gegangen bin, dann ist sie mit mir und hat mir zusammen gerechnet helfen. Ja, nachher bin ich auch wieder dran gestanden. Ich glaube, auf der Säge gesehen ist. In jungen Jahren hat man sich da ein bisschen anleiten lassen von Handwerksleuten. Die hat das Holz ein wenig besser beurteilen können. Und da hat man auch manchmal gelernt mit dem Auflegen. Aber heute sage ich, so muss man machen. Heute bin ich da selbstständig. Aber in jungen Jahren, mit 17 Jahren, da muss man zuerst lernen. Und dann hat man gesagt, jetzt dreht man da und Mutter hat mir einen Leuten auch hin. Und dann wollen wir die Verhalten und vermissen, dass wenn der Kunde da so etwas haben soll. Ja, weil der Eltern hat es sehr, ja, weil er uns sehr gesagt hat. Oder wenn er gesagt hat, die dürfen da bleiben, dann werden wir auch da bleiben bei ihnen. Du hast nach Hause gesehen, mit den Eltern im Stich gelangen. Mag helfen, dass er weiterkommen wäre. Ich bin zweimal vor gesehen im Winter, wo der älteste Bruder noch da war. Ist erst vor dem Krieg gesehen. Aber bloß im Winter. Im Frühjahr bin ich wieder heim. Ich tue auch mal gerne Bauern, aber sehr geht mir so schon noch. Lieber, das bin ich gewählt. Das bin ich vor der Schule auch da drinnen. Und bei Ihnen beiden hat jeder seinen strengen Arbeitsbereich? Ja, Herr Mari ist noch da im Stall. Sie hat viel mehr den Stall allein machen müssen vorher, weil sie es noch besser kennen hat. Wir haben so nein, zuerst die Glafie geht. Da haben wir schauen, ob sie müssen das Futter holen auch.
Futter. Ich denke, mein Futter kann zwischen den Heiden und ändert. Wenn ich kaum mal einen Wisch heilen kann, alles gut gefuttert. So ziemlich mit Max ist. Da hat der Fisching daheim vorbei im Haus. Und alles so hart mit. So schaffen wir den ganzen Tag. Wir haben halt nur nachher nichts gehört, wo wir gleich gesehen sind. Wir können viel nicht gewirkt. Wir müssen selber gucken, dass wir durchgekommen sind. Haben Sie nie Urlaub gemacht? Nein, so heute. Man geht heute so am Sonntag mal irgendwo hin. Oder mit der Waldbad ist man auch schon mitgegangen. Aber sonst geht man nicht so gut. Im Winter gehen wir auch ein paar Tage auf Gebären in Exerzitien. Das sind so 3-4 Tage. Aber sonst bin ich etwas gesehen. Und wollten Sie nie heiraten? Eine eigene Familie? Gerne, aber es hat euch was debattiert, so gern wie es. Wenn ich jetzt so lange, das war eine Zeit, als ich jung war, da ist gerade der Krieg losgegangen, da hat viel gefehlt, sowieso. Und es ist auch so gesehen, in der Fabrik hat sie schneller Geld verdient, wie in einem Geschäft. Und ein eigenes Beruf oder ein eigenes Geschäft hatte der jeder Wille. Okay. Also ich bin jetzt mindestens 50 Jahre durch bei der Clara Säge. In den modernen Sägen geht es viel zu schnell. Und die schaue ich auch zu genau. Und da machen wir immer ein bisschen rum oder rum, dann wird das viel besser. Die Säge sehr günstig. Fischmeter um 25 Mark. Und was zahlt man bei anderen? Bei anderen 60 bis 80 Mark oder 100 Mark, je nachdem, wo man sägt. Wenn man einen krummen Stamm hat, kann man ja keine gerade Bälge kriegen. Aber Clara kann das machen. Von einem krummen Stamm kann ich gerade Bretter machen. Da muss man sich auch verleiden dabei. Schaffen muss man da. Das ist das Wichtigste dabei. Aber die machen auch gute Arbeit, die zwei. Ein gutes Kommando hat die, ja. Der muss doch gesägt hat den Tag. Der ist schon mal fertig, der braucht nichts mehr. Ist Clara manchmal giftig? Bisschen schon. Mari auch. Sind Sie streng? Ab und zu schon. Wenn es jetzt geht, wenn die Maschine läuft und läuft, dann kann man auch mal ein bisschen wild werden. Und man muss einfach gucken, dass ich etwas durchgehe. Man kann eine halbe Stunde lang den Gatter leer laufen lassen. Das ist auch kein Wert, weil dem Wasser ist noch das gefährlich. Dann kriegt der Gatter übertouren und dann ist passiert. Dann kann ich etwas kaputt gehen. Dann kann ich das Lagerzimmer schlagen oder schälzen. Also man sollte eine Maschine, wenn sie ihre Tour hat, nicht leer laufen lassen.
Arbeit kennen Sie gar nichts. Ich schaffe am liebsten den ganzen Tag. Weil du uns liebst, das Segen, auch was du uns gibst, Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, der wie es war im Anfang, es war auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Wieder 12. Zeitung lesen Sie täglich? Zum Mittagessen, so oder früh. Und Fernseher wollen Sie keins? Wir haben keinen Strom. Ja, aber Sie haben doch direkt die Leitung über dem Haus. Wir haben keinen Strom. Wir haben bloß den Strom, den wir selber mit dem Wasser erzeugen. Ja, und warum wollen Sie keinen Strom? Weil es teuer ist. Ah ja, jetzt sollte ich die ganze Leitung machen. Und die wie sagt man da, die? Station. Der Transformer auch noch zahlen. Das kann nicht. Das ist zu viel. Das geht nicht. Und Fernsehen und so vermissen Sie gar nicht? Nein. Nein. Dort hätte ich geschlafen am Abend. Meine Mutter hat es oft auch gesagt, wenn der Vater weggestorben sei, habe ich mir gedacht, ah, no, es geht wieder. Ich habe ja die zwei Buben. Es ging nicht, wo ich noch mit dem anderen wieder raus. Jetzt, so kann es auch wieder sein. Vielleicht waren wir vorprogrammiert, ist nichts. Ich weiß halt schon gesagt, wie ich nach Wien gekommen wäre wieder. Und das habe ich alle Hoffnung gehabt. Und da kann ich auch die Ausdauer geht in den Säge. Da denkt er, du musst den Turm befreien, dass er eine Heimat hat. Aber jetzt geht die Hoffnung auch dahin. Er ist so auch gern von der Heimat gegangen. Und so ist auch der Ring gesagt. Man hat mir hier gerne ausdrucken. Der ist eh gerichtet worden, 1. Oktober, unser Fies. Mil ist noch nicht fertig, ihr müsst ihn voll fertig machen. Mari hat mir das hier ganz Himmel da tun und sagen, wie lange der muss gehen, der muss gehen. Und Mutter hat gesagt, mal zu dir, das ist die Sinne, nämlich so. Ich habe gesagt, mit 1 Monat Soldat ist er gefallen. Hätte mal von Ulm hat sie heute dürfen.
So ist ihm gegangen. Und er hätte so gern da gewesen. Und im letzten Brief hat er noch geschrieben, dass er gerade noch erfahren hat, dass der Wilhelm gefallen sei. Der hat ein besseres Los wie er. Was bei ihnen sei, werden wir jeden Fall in der Zeitung und so erfahren haben. Und sonst nichts mehr. Und seitdem fehlt alles. Das ist nicht einfach so etwas. Aber das Heimweh hat er hier gemacht. Ich wäre so gegangen. Und da hätte ich spüren, wie der heute gekommen wäre. Und wohin? Oh, da hätte ich halt einfach einen Platz gesucht. Was gleich wäre. Weil man mit dem Vermisst haben wir ja nie sagen können, dass er gar nicht mehr kommt. Da haben wir doch noch die Hoffnung gehabt, wie er bis vor 2 Jahren noch die Hoffnung gehabt. Dass er kommen muss. Der muss doch kommen, habe ich auch gesagt. Wenn man das Zeug verhält und dann haben wir alle Maschinen erhalten. Wenn ich etwas kaputt gegangen ist, habe ich es mit dem Besten machen lassen. Da habe ich also kein Eckspader, dass ich da nur gerade geschwind etwas nachgeschweißt hätte oder so. Das ist das Beste wieder gemacht worden. Sonst hätte die Maschine mehr laufen. Am Sonntagmorgen muss man die Bilder aufstellen und dann tut sie ihre Kiermäge und dann geht sie Gehirnschwäche und ich mache den Stall voll fertig. Und dann, wenn sie heimkommt, tut sie noch vorher kochen und voll aufräumen. Wegen dem gehen wir getrennt. Dann ist Evelyn aber daheim, wenn ab und zu auch Kundschaft kommt oder kommt auch sonst Leute, dass jemand da ist. Was kärges ist eine Beweinungsgruppe aus dem Jahre 1430. Und diese Kostbarkeit haben die Geschwister Walz der Kirche geschenkt aus ihrem Privatbesitz zum Neubau dieser Pfarrkirche.
Wer hat denn die Kapelle gebaut? Meier haben die geholfen. Johann Meier. Das war der Vorbesitzer der Mühle? Ja, die haben auf der Mühle gesehen. Und weshalb wurde die gebaut? Weil das Weib hat nicht mehr laufen können. Dann hat der Mann das Kapelle gebaut. Und wie alt ist die Kapelle? 1800. 18. Jahrhundert? Ja. Ja. Und die Beweinungsgruppe, die in der... 1862. 1862. Ja. Die Beweinungsgruppe in der Kirche von Stetten, die stand früher hier? Ja. So. Und die stand vor Zwiebeln. Bei Jonas. Und das ist die erste Mustermaschine von Wurster und Tietz. Die hat ja die Schirrmaschine selber produziert. Und da hat er mein ältester Bruder das Feilen lernen, 1930 und 1935. Und dann hat er sich keiner kaufen noch. Und Wurster und Tietz hat noch einen anderen gemacht wieder. Ja, man hat noch viel mehr Lehre gehabt mit. Doch, da war so ein bisschen Frieden. Jetzt ist fertig mit Umspannen. Das dauert so 20 Minuten. Wenn man frische Platten rein da muss und eine Stelle. Wenn man nämlich gesund ist, dann sieht man erst ein, was man gehabt hat. Und wie gern darf man sich da zurücksehen auf die Zeit, wo man elegant davor springen kann. Gesundheit ist das wichtigste Gut. Ja. So, wenn man älter auf ist und seine Arbeit so nicht schafft. Ja, und wenn man älter ist, einfach. Mit dem zufrieden sein, wie man es noch kann. Man muss auch denken, es geht viele Leute, die minder dran sind und sie arbeiten auch noch. Weil sie es gern dann auch. Und das ist ja auch viel wert, wenn man am Abend sagen kann, man hat das und das geschafft und dann ist man zufrieden und dann kann man ins Bett und kann auch schlafen. Und braucht da
noch Hilfsmittel da, damit man schlafen kann. Ein Fernseher nachsitzen, das tut man da sowieso, man hat ja nichts. Und sonst da, was soll man denn? So Hilfsmittel. Ich hab nur frische Luft und dann kann man schlafen. Wir brauchen den einen. Und das ist so, die Arbeit man ich jetzt so der Schick hauen. Das kann sie wieder besser. Und so ist wieder umgedreht. Aber sonst, sie hat hauptsächlich ja beim Bruder Ella, weil der Stall und das machen wir in der Haushalt und kochen. Noch ist sie sowieso noch da besser eingeschaffen sein. Ich muss sie dann ein Jahr älter, das muss man ja einsehen. Die hat eigentlich der Schlag von der Vater weggestorben mitgekriegt. Ich als Kind habe das nicht erlebt. Ich muss sie da wieder ein ganz anderer Charakter wie nicht. Sie nimmt alles viel tragischer auf manchmal. Man ist noch wieder leichter drüber weggegangen und sie hat wieder anders reden, muss ich wieder leichter drüber gehen. Und was ich im Geschäft oben so habe, geht sie leichter weg. Und hat so meine verschiedene heute, was? Da kann man nichts machen. Die geht sie bei jedem Familie. Sie sind besser hier in Ihrer Welt dran als die draußen? Auf jeder Seite schau noch. Man ist selber her und was man schön schafft, bringt man durch und dann kann man etwas zwingen. So muss ich das da schau noch etwas anders. Das ist Gretel. Und die anderen? Und die anderen Knäberin ist Friedel und sonst die Clara. Und wie viel Liter Milch geben die pro Tag? Ja, die geben nicht mehr so viel. Zu alt? Ja, die sind alt.
früher hat man Heu und Stroh gefuttert. Da hat man nicht das Hilfsmittel zugehalten oder die Kraftfutterstoff. Da hat man halt Futter gehabt, sonst hat man nichts gehabt. Die Kühe sind älter geworden als... Ach, ja, ja. Und da hat man es ja zum Ziehen gebraucht noch. Da hat mir die Kühe den Wagen ziehen, hat mir das Gefühl, man daheim geführt, hat man die direkt noch nicht gehabt. Den Kuchen zum Kochen und den Stall für mein Pies aufladen. Und fließend Wasser wolltet ihr nie? Ja, es ist nicht eine gute Jahrgäuze. Und wir haben mal wollen, wo die da oben da die Pumpstation gefasst hat, haben nur das Hauswasser wollen. Und dann hat er gesagt, das gäbe es öfter, sie pumpen bloß in Notzeit. Und dann hat er gesagt, und in Notzeit soll das gerade haben. Dann haben wir aber kurz gekriegt. Solange da ein Fisch drin ist, darf ich es auch noch nehmen. Ja, denn der Fisch ist gleich Maria Vesperwild ist eine klassische schwäbische Wallfahrt, entstanden aus dem Dank für die Verschonung im Dreißigjährigen Krieg der Familie der Schlossherren von Seyfriedsberg. Das gestiftete Vesperbild, das Sie im Bild sehen, ist Zeugnis dieses Dankes und zog so viele Menschen an, dass hier langsam eine Kirche nach der anderen gebaut wurde. Immer jeweils eine größere, bis diese hier 1756
ihrer Bestimmung übergeben wurde. Und seitdem floriert diese Wallfahrt, wechselnd, aber mit steigender Tendenz. Bin ich auch schon gesehen. Das letzte Jahr bin ich da gesehen, ja. Nachdem wir haben gewechselt. Denn der Sonntag, wo ich in Maria Festspiel gewesen bin, da ist das Hilfspark der Verleihnamstag gewesen. Und die hat keine schon zwei Jahre nicht mehr gehabt und dann will ich auch mal wieder dabei sein. Deswegen haben wir noch eigentlich gewechselt. Also, über Nacht möchte ich jetzt nicht mehr putzen. Ich bin am liebsten Ort daheim. Sieh zu deinen Füßen, deine Kinder lieben knien, die dich alle nochmals grüßen. Ich bin da immer mit der Wallfahrt gegangen. Es gibt dann wieder mehr Mut zum Leben. Und so, man kommt dann mit anderen Leuten zusammen, dann hört man wieder, dass überall Kreuz und Sorgen sind. Nicht bloß bei uns. Dann macht man das Leben wieder besser. Das ist schon also ein Halt für uns. Und dann sieht man auch wieder andere Gegenden. Und dann sieht man auch, wie man doch auch noch einen geschickten Platz hat auf der Welt. Hat euch in eurem Leben der Glauben viel geholfen? Ah ja, da hat man ja manchmal die Arbeit nicht schon verbracht. Das sage ich vielmal. Also, eine übernatürliche Hilfe war da. Wenn man nur daran denkt, wie wir alle so am Haie gestanden sind und das, dass nie nichts Besonderes passiert ist auch. Thank you.
Wenn der auch dir rausgenommen wird, dann merkt ihr das, wenn es nicht mehr kommt. Wenn mein der erste von den vier weg da, vier haben wir im Stall geht. Da sind wir so gut rausgenommen, da wären alle drei auf sie. Da sind sie nicht rausgenommen, die wären alle überseht, die hätten das hier nicht mehr rausgebracht. Und da sind sie vom Haus jetzt. Hä? Jetzt muss ich gar nur mit dir schwätzen. Ist das die Trauer jetzt? Ja. Was? Du merkst, dass der nicht mehr da ist. Jetzt? Das ist doch auch geglaubt, dass die noch herauffällt. Und ja, ich denke, wenn der so vom Stand da gekommen ist, dann sind manchmal nachgedrückt. Aber zu sind. Da weiß mit der Fähigkeit kannst du manchmal mitmachen. Und so dumm sind die halt auch nicht mehr. So dumm sind die Viecher nicht mehr. Was ist? Hä? Wer schreit? Wer schreit? Du! Du weißt ihn. Jetzt, oh ja, jetzt. Hat ja gar keinen Mut. Hä? Jetzt, Marli. Sag mal. Bist du also 80? Herzlichen Glückwunsch. Wünsche dir alles Gute, dass du weiterhin täglich deiner Verpflichtung nachgehen kannst. Ja, das will ich und los. Und Herrnbeistand all Tag. Ja. So. Also, vielen Dank. Ach, Marli, weißt du auch, weil du schon wer? Oh je. Ja, dann seid ja. Manche hätte Stunde. Ja, das ist wahr. Manche hätte aber auch Schiene. Auch Schiene wieder, ja. Gut, also, alles Gute, Maritel. Ja, und auch weiterhin gut frei bleiben miteinander. Ja, sehr gerne. Und dann aushelfen können, was, so oft es geht. Was natürlich ist. Ja. Da hat eine Kleinigkeit. Hallo. Von Rosi. Ja. Hat, das denke ich übrigens. Ja, sind extra einfach. Jawohl, das bist du mir wert. Hallo. Und das, da hast du ein bisschen Alkohol und da auch etwas anderes. Und das ist nur ein bisschen. Wenn sie ja mal nicht mehr so mit sind. Das ist ja mit. Ich fahr. Ah ja, weil ich. Also gut, weil so muss sein. Ich will noch einen Mai haben, ja? Ja, ja, ja. Ja. Ich werde nicht mehr zurück. Ich fahr? Ha, ja. Ha, ich werde nicht mehr zurück. Ich bin froh, dass ich so alt bin. Ja. Ja. Ja, ja, das war's alles. Und jetzt möchte ich bloß noch, weil ich das Schlager auch noch Hilfe hat. Weißt du, Leute? Ja. Ich hätte für sie. Ja, ja. Ja, ja. Und dann möchte ich bloß, dass ich ihr noch helfen kann. Jawohl. Ja, und das würde ich gerne. Ja. Der braucht gegenseitig einander. Ja, das schon. Ja. Das schon, doch. Aber wenn man denkt, es kommt mir alle mal wieder in den Kopf, wenn du mal gesagt hast, da hast du beim Haie, ja, im dein Haarnadel, ja, im Haie verlaufen. Ja. Und dann hast du das ganze Haie, hast du Schuhe Nadel da, ja, bis du die Haarnadel gefunden hast. Ja, und hast du gefunden. Und hast du gefunden. Gott, Josef. Ja, ja. So, wir sind halt alt. Alter, ja. Ja, aber. Jetzt sind wir alt genommen. Ja, das wäre. Jetzt kommt wieder. Guten Tag, Mann, du weißt, eines tut zum Geburtstag, dass du gesund bleibst. Ja, das ist auch. Ja, und dass du mal wenn ich beieinander sein kann. Ja, das ist ein Ding. Jetzt kommt los, jetzt da, ne? Ja, ja.
Ist gut? Noch einmal. Ist gut miteinander? Ja, sagen wir mal, ob wir das ausstritten. Mari, ich gratuliere dir zu deinem Geburtstag. Zum 80. gell? Ja. Und nochmal 20 Minuten bis 100, da kommen wir nochmal, wenn wir noch leben. Gell? Und alles Gute. Gell? Ja. Hast du eine Kleinigkeit von mir? Was ist denn da? Was ist denn da? Das möchte ich bloß wissen, wer das ausgeschnitten hat. Ja, mir hat es doch ausgebracht. So, ja, beschwätze dich rum, weißt du. Mir hat es doch ausgebracht. Hast du das gestern? Grüß dich, Oma Harry. Ich gratuliere und wünsche dir alles Gute. Danke. Man hat das selber gewünscht. Ja, was schon da? Gesundheit und der Verstand. Ja, dann hat er einen Springer gehört. Ja. Da schenkt er was, gell? Ja, jetzt gut. Danke, es ist gern geschehen. Sitzt ihr denn ein bisschen her, komm? Schwink. Mhm. Und der Burkhardt am Johann. Und die sind Familie, die schwinken. Das ist, habe ich schon geschoben. Ja. Hat auch schöne Stunde geht, so ist auch wieder da. Also, wenn man so denkt, ist auch mal ein paar Tage, wo man noch besser Kinder hat können, ohne allein bleiben, auch mal ein paar Tage Japan gegangen. Und dann haben wir wieder weitergeschafft. Also, so gerade, dass man sich gar nichts gewohnt hat, so ist nach Hause gerade. Die 8 Jahre Moment Schule, da hat man gedacht, das wäre nicht wahr, dass man zur Schule kommt. Und jetzt ist man schon alt. Da kam er aus der Arbeit wieder geschafft. Auch keine Aufstau, was das Beste ist. Also, ich weiß nichts Besonderes, dass ich etwas geändert hätte. Merkt ihr inzwischen mehr das Alter? Ach, so langsam kommt es jetzt auch. Da. Und wir sind sauer jetzt. Melden kann ich nicht mehr.
Ich bringe euch was. Wenn ihr los bitte hört, haben die Kraft nicht drin. Aber das geht einmal nicht mehr. Ich habe schon probiert, aber so ein bisschen bringe ich raus noch. Noch nicht allzu lange Arbeit. Und hier haben wir bloß noch wegen der Milch. Die Clara trinkt ziemlich Milch. Und die Kaufmilch, die machen sie jetzt so. Solange sie noch melken kann, so lange tut es aber noch auch aus. Kein Futter mehr vorhanden. So geht's fort. Und fürs werden wir immer wieder mit da. Ja, das ist von der Mutter. Das hat sie zur Hochzeit gewirkt. Seitdem haben wir das. Wann war das? 1900. Hat Mutter geheiratet. Ja, die habe ich auf den ganzen Winter durchgemacht. Aber das will ich halt nicht mehr. Wenn das Holz gefroren ist, dann stelle ich zu. Man hat im Haus mit Wäsche und so Sachen viel zu machen und richten und aufzuräumen. Wegen dem schaffen wir den ganzen Tag. Da müssen wir schon mit verbundenen Augen rumlaufen, wenn man das mit Arbeit nicht mehr sieht. Aber so, solange man Arbeit sieht, schaff mal, wenn ich auch bin. Wenn sie tätig ist, noch ist auch besonders. Ha! Zu denen gleich, die man geschafft hat, dass bald nicht mehr da tut und noch wieder selig ist, älter ein anderer gepresst. Aber wenn man all den Aufstand kann, dann werden wir zufrieden sein. Noch wenn man wieder schafft und im Gang ist, dann vergeht er wieder manche Weile. Wir kaufen nicht viele Sachen. Also das ist ganz wenig, was wir kaufen. Der Butter selber, Butterschmalz hat man noch, weil wenn man Butter jetzt so braucht, tut man noch auskochen und nimmt sie noch wieder zum Kochen. Doch, doch. Modelle, weil viel geht, aber man hat Milch und Butter und das geht. Das war gerade die kritischen Jahre, die 30er Jahre, nach der Inflation. Da war das herbe Jahr. Und da hast du auch sonst jetzt so das Essen und Sachen gehabt, wie man es jetzt hat. Also es waren schon ärmere Zeiten. Und da hat man ja bis jetzt schaffen können, dann hat man sich auch in die sparen können, wenn es jetzt kaputt ist. Man kann ja schließlich auch bloß von der Hand ins Maul leben. Man ist doch so aufgezogen, dass man gleich ein bisschen gespart hat. Und das machen wir noch ein bisschen weiter. So. Ich darf nicht anstehen, nichts tun. Ich sollte jetzt unten noch Riemen schmieren, Kammer putzen, aber es ist mir zu kalt unten. Das tue ich sonst alle Winter im Räderwerk rumschaffen, zwei, drei Tage, aber es ist mir zu kalt.
mich doch nicht mehr so jung. In jungen Jahren bin ich eben drinnen gewesen. Da hat es mir das gar nichts ausgemacht, aber jetzt kann ich es nicht mehr so. Wenn es Wasser hat, dann haben wir das Wasserrad laufen. Und das Wasserrad treibt nach da unten die Kammer und die Riemen mit, bis da das noch auch mitgeht. Also bloß wenn es genug Wasser hat, können wir Licht machen. Und wenn man halt zu wenig Wasser hat, dann tut man mit der Kerze oder mit der Laterne schaffen. Aber das ist die meiste Winter hat man so viel Wasser. Und dann tut man da laufen und dann haben wir, die Kohle den Strom erzeugen. Und das geht noch in die Leitung. 110 Volt. Die haben wir gekauft, eine 48, 1948, von Gammerdingen. Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Auch deine Jahre gehen dahin wie Stern am Wogenlauf. Ich kann es gut rechnen mit den Leuten noch aus. Ja, wenn die Nase zu verdauen wird, ich glaube, das ist einfach Murschnur. Das gehört einfach dazu.
Und Clara, hast du einen Wunsch? Hanoi. Wenn es wundermaßen weitergeht, dann ist man wieder zufrieden, zu helfen. Und dass man mit der Altersbeschwerde auch fertig wird. Und dass man einander noch hat, solange es tut. Und dann sieht man wieder, was weiter geschieht. Kommt schon öfter hierher, gell, zum Säg. War das zum vierten Mal, haben wir schon gesagt. Ja, noch das gehört ein bisschen dazu. Da haben wir noch ein wenig Fresh gemacht. Alles gut. Du, bleib noch mal rein. Mhm. Gut. Ja, danke. Bitte. Da kannst du die Kelle wieder mal auf tun. Wenn wir die ganze Zeit rausgekriegt haben, nicht nur gerade ins Geschäft rein, nach Rutum die Luft zu eng. Das ist auch gar kein Wert, geht so. Das ist gerade wie wenn man einen Vogel läuft. Der geht auch weg. Also, solange so ein bisschen, machen wir mal weiter. Und solange Kundschaft kommt. Man muss halt gucken, dass man die Arbeit recht macht. Und das weiß nicht, was die Leute verlangen. Na, gerne mehr. Ade, Clara. Ade, eine gute Zeit. Ebenfalls. Gell? Auch, ja. Und der Gruß von meinem Bruder noch. Ja, Zeit. Vielleicht auch. Also, ja. Ade, und dann bis zum nächsten Mal. Gell? Ja, ja, ja. Tschüss. Dann kommen wir gut heim. Ah, kriegen wir schon hin. Ja. Tschüss. So, ich habe mich auf das gesetzt. Der Herrgott hat ihn bis jetzt da so weit geführt. Und er weiß da, was aus dem Haus geschieht. Und der wird gehen, bis er sagt, jetzt geht ihr weg und dann kommen andere. Und da kann man das ja denken. Ich muss oft denken, wenn der Vater weggestorben ist, dann 25 und die Mutter mit als Kind allein da gesagt ist, da hast du, hat sie manchmal können sagen, es ist ja schwer, dass der Vater weggestorben ist. Aber ich habe doch jetzt zwei Buben. Und dann haben wir wieder auskommen, dann kommen wir wieder weiter. Und was ich gesagt habe, der Krieg gekommen sind, L2 vorkommen und L2 in Russland bleiben. Und da ist mir der Gedanke gekommen, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und das gibt mir jetzt den Schluss, dass ich sage, der Herrgott weiß, was mir geschieht. Und solange er uns da führt und zulässt, dass wir da arbeiten, bleiben wir. Und dann sieht man wieder.
angefangen ist das Geschäft gleich. Aber so wäre ich schlimmer. Seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.